Carlos Varela, 0-3 verloren. An was ist es gelegen? Ja, in was, das weiß ich nicht. Aber wir haben in letzter Zeit ein bisschen Pech auf unserer Seite. Jede Abprallung geht auf Fuß von den Gegner. Wir haben gut angefangen. Wir konnten 1-1 locker schießen und der Match wäre wieder offen. Und dann haben wir alles probiert für den Sieg holen. Und dann, wenn du alles offen machst, dann ist der 2-0 und der 3-0 gekommen, wo tödlich war. Aber nicht nur Pech, aber muss ich sagen, in letzter Zeit haben wir die nötige Glück einfach nicht. Ist es vielleicht nicht nur eine Frage von Glück, sondern auch von Effizienz? Ja, klar. Wir haben seit 3 Jahren viel effizienter gewesen vorne. Jetzt, wir können immer reden von effizient und Glück. Das gehört ein bisschen dazu, aber heute nicht wählen und wir haben das teuer gezahlt. Ja. Du hast gegen deinen Ex-Verein gespielt, aber es ist schon ein bisschen länger her. Hast du immer noch Freunde in Neuchâtel? Ja, also einer von meinen Ex-Vereinen, aber Zufall ist, dass jetzt 8, 9 Spiele, wo ich privat kenne, sind jetzt bei Xamax. Und ja, es ist immer, nein, ich nicht so gerne gegen Kollegen spiele, aber ja, mit der Zeit habe ich fast Kollegen überall. Ja. Was ist denn anders, wenn man gegen Kollegen spielt? Ja, das ist die Adrenalin, die du musst auch im Match, wo es ein bisschen nach hinten ziehen, aber wir sagen immer, es gibt keine Freunde auf dem Platz, aber wenn du Leute im Privat kennst, ist nicht die gleiche Aggressivität, obwohl ich probiere immer alles geben für meinen Verein und am Schluss verliere ich lieber gegen Kollegen als gegen Leute, die du nicht gerne hast. Ja, ich würde sagen, gesunde Aggressivität muss immer noch da sein und speziell beim Carlos Varela. Ja, das gehört dazu, das wird nie anders sein, aber wie gesagt, wenn zu Freund ist, habe ich nicht so gerne, weil Fußball ist schlussendlich 1,5 Stunden Kampf und es wird immer so sein, aber mit Leuten, die du kennst, ist es ein bisschen anders. Jetzt heute war es ein herber Rückschlag gewesen, hinsichtlich des Aufstiegs. Wie siehst du die Situation dort oben? Ja, also die Situation ist die gleiche wie gestern. Gestern haben wir 5 Punkte auf dem ersten und jetzt haben wir immer noch 5 Punkte auf 2. Also sind jetzt einfach 2 Mannschaften vor uns mit 5 Punkten. Also ist kein Drama. Und mit dem leben und ich weiß, in dieser Liga kannst du jedes Weekend gegen jeden verlieren. Also ist alles offen. Also wünschen wir viel Glück im Weiterverlauf. Merci vielmals. Dankeschön, merci.